Heute ist Samstag, der 13. November 2021. Vor mir liegt ein Schreiben des Vorstands der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg. Das ist die Körperschaft, die mehr als 23.000 Ärzte und Psychotherapeuten unter sich hat, mit einer sogenannten vertragsärztlichen oder kassenärztlichen Zulassung zur Behandlung gesetzlich versicherter Patienten, etwa 95% aller Bürgerinnen und Bürger in Baden-Württemberg. Das Schreiben geht also an alle Mitglieder der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg. Der Betreff ist: Dürfen Vertragsärzte und Psychotherapeuten die Patientenbehandlung vom Vorliegen der 3G-Regel abhängig machen? Das Schreiben lese ich vor und es folgen dazu weitere Posts. Sehr verehrte Frau Kollegin, sehr geehrter Herr Kollege, als Ärzte und Psychotherapeuten, die täglich mit deletären, das ist zerstörend, schädlich, tödlich, medizinischen und gesamtgesellschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie als solche, insbesondere aber auch mit den Konsequenzen einer Corona-Erkrankung konfrontiert sind, empfinden wir, jetzt fettgedruckt, Impfverweigerung als frech und gesellschaftlich inakzeptabel. Fettende. Viele empfinden es zu Recht unerträglich, dass eben diese in Arztpraxen vulnerable Patientengruppen gefährden. Jetzt wieder fett und eingerückt, neue Zeile. Spätestens dort, wo man andere gefährdet, ist Corona und Impfen keine Privatsache mehr. Sie unterliegen in Ihrer Praxis einer besonderen Verpflichtung gegenüber vulnerablen Patientengruppen, wie zum Beispiel Schwangeren und Immunsupprimierten, für die die Gefahr in Praxen durch Ungeimpfte oder nicht Getestete inakzeptabel ist. Völlig zu Recht wird daher gefordert, 2G, 3G-Regeln zu einer Voraussetzung für medizinische Behandlungen zu machen. Fakt ist, so insbesondere das Bundesgesundheitsministerium, dass es derzeit keinerlei Rechtsgrundlage gibt, die die 2G-3G-Regeln als Voraussetzung für medizinische Behandlungen erlaubt. Ja, das scheint der Vorstand sehr zu bedauern. Es geht weiter. Ihrer besonderen Verpflichtung, dem Schutz vulnerablen Gruppen nachkommend, ist jedoch folgender Lösungsansatz, Fettlösungsansatz, möglich. Jetzt bitte gut zuhören. Es ist zulässig, getrennte Sprechstunden, von Notfällen abgesehen, für 3G und 3G und andere einzurichten. Zeitpunkt und Umfang sind vom individuellen Praxisspektrum abhängig und dürfen vom Praxisinhaber festgelegt werden. Zum Beispiel hier ein Vorschlag des Vorstands der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg, Dr. Metke und Dr. Fechner, wie folgt. Zum Beispiel 3G-Sprechstunde von 8 Uhr bis 18 Uhr, Non-3G-Sprechstunde von 7 Uhr bis 7.10 Uhr. Von 7 Uhr bis 7.10 Uhr für etwa 30% der Patienten, ja, 10 Minuten Sprechstundenzeiten morgens um 7 bis 7.10 Uhr. Der Vorstand weiter. Sie können die Patienten nach deren Impfstatus fragen, haben aber kein Recht auf eine wahrheitsgemäße Antwort oder gar einen entsprechenden Nachweis. Aber jetzt wieder fett, wer keine Auskunft abgeben möchte, der kann in die Non-3G-Sprechstunde verwiesen werden. Und jetzt verspricht Dr. Metke und verspricht Dr. Fechner, wir werden uns im politischen Raum weiter dafür einsetzen, dass 2G, 3G-Regeln, abgesehen von Notfällen, auch in Praxen der Ärzte und Psychotherapien gelten dürfen sollen. Mit freundlichen Grüßen, Ihre Dr. Med Norbert Metke, Vorsitzender des Vorstands, und Dr. Med Johannes Fechner, stellvertretender Vorsitzender des Vorstands. Das Schreiben ist vom 11.11.2021. Ich fürchte, es ist kein Karnevalsscherz, es ist bitterer Ernst und
Das ist zunächst einmal der Text, den ich auch als Brief in den Kanal einstelle, damit ihr es alle nochmal nachlesen könnt. Dann kommt noch ein Post von mir und morgen dazu meine Stellungnahme. Ich bin empört, ich bin entsetzt und hier fallen wirklich alle Barrieren des Anstands, des Respekts, der Menschlichkeit. Es ist unglaublich. Vielen Dank fürs Zuhören. Beate Bahner.